Tag zusammen. Wir wollen ein Jagdmesser bauen. Heute werden wir den Stahl mal ausprobieren, ein Probestück machen. Aus Federstahl, Werkzeugstahl. Und werden wilden Damast versuchen draus zu machen. Als erstes müssen wir mal die Feder gerade machen. Ein Stück von der Feder haben wir abgerollt. Jetzt schneide ich das ab und dann werden wir mal versuchen, ein gerades Stück Metall draus zu machen. So, das Stück ist fertig, wo wir gestern angefangen hatten. In der Mitte Federstahl, Werkzeugstahl, Werkzeugstahl, anderer Werkzeugstahl, noch anderer Werkzeugstahl. Außen 5 Lagen. Das ganze Stück werden wir 4-mal falten, danach bringt das für das Messer nichts mehr. Dann ist es nur noch für die Schönheit. Jetzt werden wir mal sehen, dass wir Temperatur kriegen auch. So, sauber machen das Ganze. Ein bisschen Borax als Flussmittel. Wenn man ein ganz sauberes Feuer hat, braucht man eigentlich kein Borax zum Feuerschweißen. Aber sicher ist sicher. Da ist so viel Arbeit und dann nur wegen dem Stolz, das nicht hinzukriegen, wäre auch blöde. So, hier schweißen wir noch nichts. Wollen wir erstmal das Material zusammenbringen. Dann machen wir noch mal sauber und dann werden wir mal zusehen, dass wir Temperatur bekommen. So, die erste Runde haben wir verschweißt. Sieht auch ganz gut aus. Und hier sieht man mal Wasser auf den Kohlen. Da gibt es nochmal eine ganz andere Temperatur. Jetzt fängt das Ganze dann langsam an sich zu wiederholen. In die Länge schmieden, danach falten, dann wieder verschweißen, in die Länge falten, verschweißen und so weiter. Ja, vor dem Falten mache ich die Innenseite sauber. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher, wie ich da irgendwelche Einschlüsse habe, die ich nicht haben will. So viel Arbeit ist halt nicht. So, dann einmal falten, alles gerade machen und wieder verschweißen und weiter geht's.
ja, das Rest vom Schützenfest, von unserem Ausgangsmaterial. Das war eine ganz schöne Schinderei bis jetzt. Und selbst wenn man alles richtig macht bis zum Ende, ist auf gar keinen Fall sicher, ob das funktioniert. Beim Härten werden wir sehen, ob wir alles gut gemacht haben. Wenn dann im Öl Pling macht, dann war alles umsonst. Ja, das Messer ist jetzt ewig geschliffen und wird noch einiges geschliffen werden müssen. So, wir werden sehen, wir schleifen wacker weiter. Genug schleifen erstmal vorm Härten, werden wir nicht weiter schleifen. Schön an dem Projekt ist, das kann bis zur letzten Sekunde, auch wenn wir alles richtig gemacht haben, kann das beim Härten noch in 1000 Stücke zerplatzen. Also das schauen wir uns erstmal an. Vorher gucken wir aber, ob wir ein Muster hingekriegt haben. Raus aus der Säure, sauber machen. Man sieht noch nicht so viel, aber man kann erkennen, das wird ein schönes Muster. So, jetzt kommt der spannende Augenblick, wo wir härten werden. Das Öl steht da, wir wärmen das Ölfeuer an. Das ist nicht verkehrt, wenn es nicht ganz so kalt ist. 50 Grad ist eine gute Temperatur für das Öl. Erschreckt sich das Messer nicht ganz so. Der Vorteil ist, das ist nur das Probestück, ob sich die Materialien überhaupt gut verbinden, der Federstahl, der Werkzeugstahl. Wenn das jetzt zerspringt, bin ich nicht ganz so traurig, weil kam auch nicht genug Material raus. Den Erl musste ich hier anschweißen, damit ich überhaupt genug Futter habe. Das Messer wird auch nie verkauft, das wird mein Messer. Aber das Material hat sich bis jetzt ganz gut verbunden. Wir werden sehen, ob es sich auch gut härten lässt, und dann werden wir mit der doppelten Menge mal ein richtiges Messer machen. Wir erhitzen die Klinge jetzt, bis sie nicht mehr magnetisch ist, dann ab ins warme Öl. Wir hören kein Pling, kein Plong, dann sollte alles gut gegangen sein. Sieht gut aus, nichts zu sehen. Sauber machen und dann anlassen. Das Messer ist jetzt hier im Backofen. Bei 180 Grad eine Stunde sollte sich das schön entspannen. Ja, dann werden wir es noch schön machen, dann werde ich mir noch einen schönen Griff machen. Die Zeit nehme ich mir einfach auch mal für mein Messer. Und nächstes Mal nehmen wir genau so viel Material mehr, wie ich bei dem anderen abgeschnitten habe. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber egal. Nehme ich genau das Stück hier und dann haben wir auch genug Zeug, um noch einen Erl dran zu machen aus demselben Zeug, und dann können wir auch verkaufen. Am Ende des Tages dauert so ein Messer 6 mal locker 12 Stunden, und mit der ganzen Kleberei vom Griff und Ausschneiderei wenigstens 3 Tage. Ne, da kann man dann nicht für 30 Euro verkaufen. Da muss es aber auch gut sein. Der ist jetzt geschliffen, bis auf 1000. Körnung, nass, von Hand. Jetzt gönnen wir hier noch ein Ruhebad.
werden uns derweil mal um den Griff kümmern, wie wir das anstellen. Dann kommt der Griff dran, wenn alles fertig ist, kriegt er seinen letzten Schliff. Dann ist das Messer fertig. So, das ist die Klinge bis jetzt. Grob geschliffen. Jetzt werden wir uns erstmal um den Griff kümmern und dann werden wir die schärfen. Dann ist das Messer fertig. So sieht das fertige Messer jetzt aus. Die Klinge ist viel besser geworden, als ich dachte. Wir werden auch die Schärfe und die Qualität der Klinge testen. Das werde ich diesmal nicht selber machen. Da machen wir extra einen kleinen Clip zu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.